ihr mir die Treue gehalten habt und auch nach Kreuzberg gekommen seid. Dieses Gelände ist zwar nicht so groß wie im Bergsdorf, aber mindestens ebenso schön und wir sind dabei, das aufzubauen. Die erste Ausstellung, die wir gemacht haben, das war eine Ausstellung über Portugal. Denn Portugal war ein Sehnsuchtsort von Kurtchen. Wir waren mit portugiesischen Oppositionellen befreundet und sind dann gleich, nachdem der Salazar abgewählt wurde, nach Portugal gekommen mit den ehemaligen Revolutionären und haben uns da ein Grundstück gekauft. Und das war einfach für Westberliner Verhältnisse was ganz Tolles, wenn man da hinkam. Und wir waren mitten im Bauern, in einem kleinen Bauerndorf, Montes de Cima, mitten in der Algarve. Kein Mensch hat Englisch gesprochen, kein Mensch hat Deutsch gesprochen. Ich habe binnen kürzester Zeit Portugiesisch gelernt. Ich saß jeden Abend mit Jesus, von dem auch ein Bild hier hängt, saß ich abends da mit dem Portugiesischbuch und habe mit ihm versucht, Portugiesisch zu lesen. Er hat immer meine Aussprache korrigiert. Und dann wollte ich ein Verb konjugieren. Und dann hat Jesus gesagt, Dona Joana, das kann ich nicht. Ich war nur 6 Monate in der Schule. Und man kann sich nicht vorstellen, es gab damals unheimlich viel Analphabeten. Wir hatten einen kleinen Dorfladen mit Dona Rosa und die hat immer in den Wein reingekickt, ob er rot ist oder weiß. Ja, also wir waren lange dort und ich dachte, diese lange Pandemiezeit, wo man nicht verreisen konnte, da hat man einfach Sehnsucht nach dem Süden. Und deswegen haben wir die aufgebaut und ich hoffe, dass ihr viel Vergnügen habt. Besonders Vergnügen habt ihr aber auch mit unserer Musik, mit den Nils Unbehagen. Ein ganz berühmter Jazzmusiker, der zufällig mein Nachbar ist. Und nicht zufällig, ich bin dir nachgereist. Das sieht man an der Brille. Und er spielt heute umsonst, weil er hofft, dass ihr alle ganz viel Geld in die Ukraine-Büchse schmeißt. Also die Ausstellung ist eröffnet, viel Vergnügen. Thank you.
Anna Locher hat mich gebeten, ob ich ein paar portugiesische Lieder für euch singen könnte. Nicht nur Fado, sondern auch Volkslieder aus Sylt, Portugal und auch aus der Insel Madeira. Also einige von euch kennen wahrscheinlich auch die Insel. Genau, ich würde jetzt sofort anfangen. Ich fange mal an mit einem Fado und den Titel, also ich werde kurz die Titel übersetzen. Der erste Titel ist Ach, wenn meine Augen sprechen könnten. Also das ist natürlich ein Liebeslied. Ne? Und es geht sehr, sehr viel um diese Sehnsucht. Also wenn meine Augen sprechen könnten, dann würden meine Augen sehr, sehr gut beschreiben, was jetzt hier im Herz liegt. Ela caminha cansada e
Oh,
Thank you.
The song.